Ja, hallo. Wir betrachten wieder den invertierenden Verstärker und wir haben ja in einem der vorigen Videos diese Verstärkerformel hier hergeleitet, die dann auch eine endliche Verstärkung des Operationsverstärkers berücksichtigt. Also diese Formel ist etwas genauer. Dazu wollen wir jetzt kurz ein Beispiel durchrechnen und dann zeige ich euch, wie man überprüft, ob man richtig gerechnet hat. Gut, also zunächst einmal setzen wir hier die Werte ein. Wir haben also einen Widerstand R2, der hat 300 Ohm, also schreibe ich hier hin minus 300 Ohm mal die Verstärkung, die soll hier nur 8 betragen. Gut, das ist jetzt unrealistisch. Ein Operationsverstärker hat eine Verstärkung zwischen 1000 und 10 Millionen, so ungefähr. Aber man kann sich ja vorstellen, dass man irgendeinen anderen Verstärker mit diesem Verstärkungsfaktor hat. Ja, hier unten im Nenner tragen wir dann auch die Werte ein. R1 ist gleich 100 Ohm. Die Verstärkung war 8 plus 1 ergibt zusammen 9, also 8 plus 1 schreibe ich mal hin. Und R2 war gleich 300 Ohm. So, wenn ich das jetzt ausrechne, dann erhalte ich im Zähler minus 2400 Ohm. Und hier muss ich mal rechnen. Hier habe ich also 8 plus 1, das sind 9. 9 mal 100 sind 900 plus 300 sind 1200 Ohm. Und dann sehe ich schon, wie groß die Verstärkung ist. Die Verstärkung ist minus 2. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir hier richtig gerechnet haben. Dazu wählen wir mal einfach einen Wert. Nehmen wir mal an, ich speise hier 4 Volt ein. Wie viel Volt habe ich dann am Ausgang? Also 4 Volt mal minus 2 ergibt minus 8 Volt. Ja, das kann man jetzt überprüfen, ob das richtig ist. Und dazu überlegen wir Folgendes. Wir haben ja schon mehrmals erwähnt, dass wir hier eine einfache Reihenschaltung haben, ne, dass man diese Leitung hier nicht berücksichtigen muss, denn der Eingangswiderstand geht ja gegen unendlich. Das heißt, wir haben hier eine einfache Reihenschaltung und für eine einfache Reihenschaltung gilt UR1, also wenn ich die Spannung an diesem Widerstand hier bestimmen will, also die Spannung UR1, UR1 zu U gesamt verhält sich wie R1 zu R gesamt. Na, das haben wir schon gelernt. Das bedeutet dieses Gesetz, die Spannungen verhalten sich wie die Widerstände, wenn man eine Reihenschaltung hat. Gut, dann stellen wir diese Formel mal nach UR1 um. Wir wollen ja UR1 zunächst einmal berechnen. Dann habe ich da UR1 ist gleich R1 zu R gesamt mal U gesamt. So, und da habe ich also R1 mit 100 Ohm gewählt. 100 Ohm und R gesamt ist 100 Ohm plus 300 Ohm, das sind dann 400 Ohm. Und die Gesamtspannung, wie viel ist die? Ich habe ja hier 4 Volt und hier minus 8, das ist eine Differenz von 12 Volt. So, und wenn ich das ausrechne, dann sehe ich, UR1 ist gleich 3 Volt. Na, kann man im Kopf. Gut, an R1 fallen also 3 Volt ab. Ich schreibe es mal hin, 3 Volt fallen ab. Und wenn ich am Eingang 4 habe und 3 fallen ab, dann habe ich hier noch 1 Volt. 1 Volt. Und jetzt sieht man sehr schön, wir haben ja immer gesagt, dass wir hier virtuelle Masse haben. Aber man sieht, das gilt nur, wenn die Verstärkung sehr groß ist. Zum Beispiel 100.000 oder 1 Million. Ja, wenn man eine ganz kleine Verstärkung hat, so eine wie 8, ne, wir haben ja hier nur 8, das ist ganz wenig, dann habe ich hier nicht mehr virtuelle Masse, sondern da habe ich dann eine richtig große Spannung am Eingang anliegen. Gut, dann ergibt sich ja noch die Spannung an R2, also wenn ich hier 1 Volt habe und hier minus 8, dann fallen hier natürlich 9 Volt ab. 9 Volt ab. Und wie kann ich jetzt die Probe machen, ob ich da richtig gerechnet habe? Da gucke ich einfach mal hier, wie der Operationsverstärker verstärkt. Der hat also 1 Volt am invertierenden Eingang mal 8. Also muss ich rechnen, minus 1 mal 8 und das ergibt minus 8.
Ja, da habe ich also das gleiche Ergebnis raus, als wenn ich jetzt über den Spannungsteiler gerechnet habe. Ja, also wenn ich diesen Spannungsteiler berechne, bekomme ich hier 9 Volt raus, 9 Volt Differenz, das heißt hier sind dann minus 8 Volt. Und diese minus 8 Volt habe ich auch rausbekommen, wenn ich über diesen Weg hier rechne, über den Operationsverstärker. Ja, und daran sehe ich, dass ich richtig gerechnet habe. Ja, das war es eigentlich schon. Ich wollte nur noch mal eben ein Beispiel nachtragen zu der Formel. Wir sind am Ende. Auf Wiedersehen.